Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Professor Dr. Quack und ich möchte heute mit Ihnen die Hausaufgabe Nummer 67 besprechen. Die Aufgabenstellung besagt, berechnen Sie die Änderung der Enthalpie minus der Änderung der inneren Energie für die Reaktion 1 mol Glycin, reagiert mit 1 mol salpetriger Säure zu 1 mol Glykolsäure, 1 mol Stickstoff und 1 mol Wasser. Die innere Energie ändert sich, wenn Arbeit oder Wärme ausgetauscht wird. Die Enthalpie ist in erster Näherung ein Maß für die Energie, wobei in geringem Ausmaß Druck und Volumen eine Rolle spielen. Anders gesagt, ändern sich diese Werte, ändert sich auch die Enthalpie. Allerdings ist in der Aufgabenstellung keine dieser Größen angegeben. Die Änderung der Enthalpie lässt sich aber auch anders berechnen. Bei einer Reaktion, bei der gasförmige Stoffe entstehen oder verbraucht werden, kann die Änderung der Enthalpie, Delta H, aus der Reaktionsenergie bei konstanter Temperatur über Delta H ist gleich Delta U plus Delta Ng mal R mal T berechnet werden. T ist die konstante Temperatur, beispielsweise 25 Grad Celsius beziehungsweise 298 Kelvin. R ist die allgemeine Gaskonstante mit 8,314 Joule pro Mol pro Kelvin. Delta Ng steht für die Änderung der Stoffmenge der bei der Reaktion beteiligten Gase. Nach Umformung der Gleichung erhält man Delta H minus Delta U ist gleich Delta Ng mal R mal T. Wenn wir die Reaktionsgleichung betrachten, ist zu erkennen, dass 1 mol Stickstoff, also 1 mol Gas entsteht. Delta Ng ist also 1 mol. Wenn man nun alles in die Gleichung einsetzt, erhält man 1 mol mal 8,14 Joule pro Mol pro Kelvin mal 298 Kelvin. Und somit ist die Änderung der Enthalpie minus die Änderung der inneren Energie ca. 2,5 Kilojoule.